Häufige Durchfälle, Unterbauchschmerzen oder Koliken beim Stuhlgang, ja, das zu thematisieren gilt noch häufig als tabuisiert. Dabei haben viele Patientinnen einen langen Leidensweg hinter sich, bis die Erkrankung richtig diagnostiziert wird, chronisch entzündliche Darmerkrankung oder Morbus Crohn. Wie kommt es überhaupt zu so einer Krankheit und welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Darüber sprechen wir heute im Gesundheitsmagazin. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen Studiogast, den Oberarzt Dr. Alexander Eser. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Leiter der Ambulanz für chronisch entzündliche Darmerkrankungen im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Ja, fangen wir gleich einmal an mit Morbus Crohn. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Was passiert bei dieser Erkrankung im Körper? Also Morbus Crohn ist, wie Sie richtig gesagt haben, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Die erfasst prinzipiell jeden Abschnitt des Verdauungstraktes. Also kann vom Mund bis zum After jedes Stück Verdauungstrakt erfassen. Es entsteht eine Entzündung, die in der Regel chronisch wird und die dann die Struktur des Verdauungstraktes beeinträchtigen kann. In schweren Verlaufsformen kann das Verengungen des Verdauungstraktes hervorrufen und Fisteln. Das heißt, also es kann eine Öffnung im Verdauungstrakt entstehen und sich die Entzündung praktisch in jede Richtung im Körper fortpflanzen. Das ist relativ unangenehm für die Patienten, erfasst oft auch den Perianalbereich, also den Bereich zwischen After- und Geschlechtsorganen. Und das ist speziell für unsere jungen Patienten eine große Belastung. Mhm. Welche Art bzw. wie entsteht Morbus Crohn im Körper? Ja, das ist eine sehr gute Frage, mit der beschäftigen wir uns eigentlich seit 100 Jahren und wir haben noch keine ganz endgültige, umfassende Antwort darauf gefunden. Wir wissen, dass es einen genetischen Hintergrund gibt. Es ist letztlich keine Erbkrankheit, aber es gibt Risikogene, die man mitbringen muss, die dann gemeinsam mit einer Reihe von Umgebungsfaktoren, also alles, was von der Umwelt auf den Menschen, auf den Darm einwirkt, dann die Erkrankung erst ausprägt. Das heißt also, es kann Morbus Crohn im Laufe des Lebens einfach so beginnen und es ist jetzt keine Krankheit, die bereits schon im Kindheitsalter eintritt. Doch, es gibt Patienten, die ja bereits in der Kindheit die Erkrankung entwickeln. Das sind auch Patienten, die in der Regel genetisch stärker belastet sind. Und das sind auch die Verlaufsformen, die in der Regel auch schwerer verlaufen. Die meisten Neuerkrankungen entstehen so circa zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr. Also Morbus Crohn betrifft jetzt hauptsächlich den Darm. Mhm. Das heißt also Ernährung oder zum Beispiel auch Rauchen, Alkohol, alles was man zu sich nimmt, was man seinem Körper zufügt, beeinflusst dann ja irgendwie die Krankheit. So ist es. Ja. Es ist eine entzündliche Erkrankung und wir haben das schon bei anderen entzündlichen Erkrankungen auch gelernt, dass Rauchen ein ganz wesentlicher Risikofaktor ist. Das gilt vor allem für den Morbus Crohn. Die zweite Spielart der chronisch entzündlichen Darmerkrankung, der Colitis ulcerosa, die wird vom Rauchen nicht in im selben Ausmaß beeinflusst. Aber gerade beim Morbus Crohn wissen wir, dass die Patienten, die bei diagnostizierter Erkrankung weiter rauchen, mehr Therapien brauchen und leider auch ein höheres Risiko haben, an ihrem Verdauungstrakt operiert werden zu müssen. Mhm. Über die Colitis ulcerosa sprechen wir eh später noch. Jetzt machen wir mal weiter mit Morbus Crohn. Wie manifestiert sich denn überhaupt diese Erkrankung? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Patientin zu Hause sitzt, wie zeigt sich das? Ist das zum Beispiel mit Blut im Stuhl oder was sind so die ersten Anzeichen? Ja. Oft merkt man die Entzündung als Symptom, also anhaltende Bauchschmerzen, Gewichtsverlust in schweren Fällen. Manchmal kann das mit Fieber vergesellschaftet sein und dann kommt es auch zu Durchfall, wie Sie richtig sagen, Blut im Stuhl und in der Regel abdominellen Beschwerden. Das sind alles sehr unspezifische Symptome. Also die kann man auch haben, wenn man beispielsweise eine Lebensmittelvergiftung bekommt. Nur ist es so, dass die Symptome von den unter Anführungszeichen harmloseren Ursachen, die vergehen nach einigen Tagen bis einigen Wochen wieder. Wenn solche Symptome aber länger anhalten, dann sollte das, wenn der Hausarzt oder der niedergelassene Gastroenterologe die Abklärung laufen lässt, einmal den Verdacht in Richtung einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung lenken. Aber es ist wahrscheinlich schon für die Betroffenen sehr schwierig, das irgendwie lokal zu deuten, wo genau ist jetzt der Schmerz, vor allem wenn es dann mehr rechts geht, könnte es ja auch sein, dass es den Blinddarm betrifft. Absolut. Die Differentialdiagnose ist schwierig, das ist keine Frage und deswegen haben wir auch immer wieder versucht, geregelte Diagnosewege für Österreich zu finden. Es dauert immer noch relativ lang, bis die korrekte Diagnose gestellt wird, also in Österreich im Schnitt über 3 Jahre und das ist genau das, was wir bei entzündlichen Erkrankungen nicht haben wollen. Bei Morbus Crohn ist es ja so, dass das
sehr oft schubartig aufkommt. Das heißt also, der Betroffene oder die Betroffene hat einmal quasi einen Schub, dann kommt er gleich wieder. In welchen Abständen passiert das und was genau passiert da bei den Patientinnen? Ja, da gibt es sehr unterschiedliche Verlaufsformen. Es gibt Patienten, die haben ohne Therapie eigentlich einen durchgehenden Schub. Also da ist immer entzündliche Erkrankung zu Aktivität zu beobachten. Und dann gibt es Patienten, die am Anfang der Erkrankung einen schweren Schub haben und dann weniger schwere Schübe in Folge. Das ist individuell sehr unterschiedlich und auch eine große Herausforderung für uns Behandelnde, weil wir wollen natürlich der Erkrankung immer eine Nasenlänge voraussehen. Also wenn wir den ersten Schub erkannt haben, wollen wir eigentlich nicht, dass noch ein zweiter Schub aufkommt, weil jede Phase mit Entzündung verursacht Schaden am Verdauungstrakt. Das ist unser oberstes Ziel, nach dem ersten Schub den zweiten auch schon zu verhindern. Und was ist das Gefährliche wirklich jetzt dann an Morbus Crohn, wenn da jetzt eine dauerhafte Entzündung sich im Darm befindet? Ich vergleiche das immer sehr gern mit den sichtbaren Gelenkserkrankungen. Wenn Sie Verwandte haben, die zum Beispiel einen Rheuma haben, da sieht man sehr gut, wie die rheumatische Erkrankung die Funktion der Gelenke Stück für Stück aufbraucht. Die Gelenke unbeweglich werden, schmerzhaft werden, man nicht mehr korrekt greifen kann. Und ganz Ähnliches passiert auch im Verdauungstrakt. Ein lang entzündeter Darmabschnitt verliert seine Funktion, kann keine Nahrungsbestandteile mehr aufnehmen, kann den Stuhl nicht eindicken, wird irgendwann mal beim Morbus Crohn auch eng, also kann den Nahrungsbrei auch nicht mehr voranbringen. Also er verliert letztlich seine Funktion und dagegen kämpfen wir gerne auch oder vor allem mit den modernen Therapeutikern an. Sie haben vorhin gesagt, dass die Betroffenen sehr häufig zu Beginn Bauchschmerzen haben, dass sich dann häufig Durchfälle zeigen. Wann konkret sollte jetzt jemand zum Arzt, weil oft ist es ja dann so, dass man sich überlegt, naja, das ist jetzt einfach nur ein Durchfall, vielleicht habe ich was Falsches gegessen, das wird eh wieder besser, nächsten Tag ist dann vielleicht sind die Bauchschmerzen noch immer da. Wann sagen Sie, das ist so ein Anzeichen, da muss man unbedingt zu einem Experten oder zu einer Expertin? Ja, also es gibt ein paar Alarmsymptome, die jedenfalls sofort zum Arzt führen sollten. Und das wäre hohes Fieber, wenn man Blut im Stuhl hat, wenn man erbricht und die Nahrung nicht mehr halten kann, Blut im Erbrochenen sieht, wenn der Bauch sehr, sehr schmerzhaft ist, ein sehr starkes allgemeines Krankheitsgefühl da ist, dann sollte man jedenfalls einmal die Primärversorgung, den Arzt aufsuchen. Unsere Praktiker sind sehr erfahren, untersuchen den Patienten und gewinnen dann im ersten klinischen Eindruck schon einmal den richtigen diagnostischen Weg. Es macht nicht sofort Sinn, den Experten aufzusuchen. Die Spezialambulanzen sind relativ überlaufen. Wenn die Beschwerden, wie ich vorhin schon gesagt habe, eingangs länger anhalten und wenn sich keine andere Ursache dafür findet, also kein Infekterreger im Stuhl festgestellt wird etc., dann ist es sinnvoll, auch den Experten aufzusuchen. Und wenn jetzt jemand sich aber dann entschließt, zu einem Experten oder zu einer Expertin zu gehen, wie kann man sich dann die Untersuchung vorstellen? Kommt es da dann auch zu einer Darmspiegelung und wann kommt es dann auch zur endgültigen Diagnose? Wir suchen in der Medizin immer nach einem Goldstandard, also nach dem einen Test, der die Erkrankung nachweist. Den haben wir leider noch nicht für die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und wir müssen immer ein diagnostisches Puzzle zusammensetzen und da gehört die Endoskopie ganz wichtig dazu. Es ist im Prinzip die Anamnese des Patienten, das Gespräch mit dem Patienten, hat der Patient in der Familie vielleicht chronisch entzündliche Darmerkrankungen, das ist ein Risikofaktor. Dann wird der Patient klinisch untersucht, Ultraschall, es gibt Schichtbildgebungen, die wir anwenden und die Endoskopie beweist dann letztlich die Erkrankung. Im Rahmen der Endoskopie kann man den Verdauungstrakt von innen ansehen, Proben entnehmen und dann hilft uns auch der Pathologe in der Zuordnung der Erkrankung. Und wenn jetzt eine Patientin oder ein Patient dann die Diagnose erhalten hat, Morbus Crohn, welche Art von Therapiemöglichkeiten gibt es da? Also wir sind über das simple Cortison, das in aller Munde ist, sind wir schon hinaus und das Gott sei Dank. Wir haben sehr moderne Therapieformen für den Morbus Crohn. Die Erkrankung ist mittlerweile gut beherrschbar. Und das ist, glaube ich, auch die wichtigste Message, die man als Crohn-Behandler hinausgeben kann. Ein diagnostizierter Morbus Crohn ist nicht das Ende der Welt. Wir können mit unseren modernen Therapien, mit Biologikatherapie oder auch immunsuppressiver Therapie oder in Kombination in der Regel ein sehr gutes Gleichgewicht mit der Erkrankung herstellen und die Entzündung wirksam zurückdrängen. Wenn jetzt jemand die Diagnose erhält, Morbus Crohn, welche Therapiemöglichkeiten gibt es dann? Also wir sind mittlerweile in der glücklichen Lage, dass wir über das Cortison hinaus eine Reihe von modernen Therapien haben, mit denen wir versuchen, den Patienten auf Dauer cortisonfrei zu führen. Wir können immer noch zusätzlich immunsuppressive Medikamente
verwenden. Es ist immer bis zu einem gewissen Grad ein Eingriff in das Immunsystem. Darf sich das ruhig so vorstellen, es gibt da eine Fehlsteuerung im Immunsystem, in die wir versuchen, steuernd einzugreifen. Und wenn man die Erkrankung dann gut kontrolliert, dann ist es in der Regel auch möglich, die Entzündung vollkommen zurückzudrängen und vor allem auch die Folgeschäden hintanzuhalten. Aber bedeutet das dann, dass die Patientin oder der Patient ein Leben lang Medikamente nehmen muss oder nur in dem Zeitraum, wo immer diese Schübe aufkommen? Das ist eine sehr gute Frage. Das kommt ein bisschen auf den Verlauf der Erkrankung an, aber im Grundsatz sind die Therapien sogenannte Erhaltungstherapien. Das bedeutet, man versucht, die Entzündung zurückzudrängen und lässt dann ein oder mehrere Medikamente weiterlaufen, die die Entzündung weiter zurückhalten. Das heißt also, ein Absetzen ist möglich, aber in der Regel bei den Patienten, die mehr Therapien gebraucht haben, damit verbunden, dass ab einem gewissen Punkt die Entzündung wiederkommt. Bei Cortison, also zumindest ist es ja bis vor kurzem noch so gewesen, dass Patientinnen Cortison bekommen haben beim Morbus Crohn und die dann irgendwie aufgedunsen und irgendwie dicker geworden sind dadurch. Ist das bei der Therapiemöglichkeit, die Sie gerade gesagt haben, dann nicht mehr der Fall? Genau. Also die Nebenwirkungen von Cortison sind nicht nur das Aufgedunsene, diese Ödembildung. Cortison wirkt auf jede Körperzelle, ist kurzfristig ein sehr nützliches Medikament, aber langfristig für uns immer zu vermeiden, wie Sie ganz richtig sagen. Und genau das ist auch ein Hauptziel der neuen Therapien, cortisonfrei die chronisch entzündliche Darmerkrankung zu behandeln. Nun weiß man ja, dass Darmbakterien sehr wichtig sind für das Immunsystem. Wie sieht es denn beim Morbus Crohn aus? Fehlen da diese ganz wichtigen Bakterien? Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich versuche es ganz einfach zu halten. Es fehlen bestimmte Bakterien und die Verteilung der Bakterien im Darm ist gestört. Das wissen wir mittlerweile relativ gut. Wir haben nur noch keine gute Eingriffsmöglichkeit auf die Darmbakterien, aber das ist ein ganz, ganz, ganz fieberhaft beforschtes Feld. Und Sie haben vollkommen recht, da gibt es einen ganz wesentlichen Zusammenhang. Patientinnen, die jetzt also Morbus Crohn diagnostiziert bekommen haben, sind die dann eben, weil diese Bakterien dann nicht so vorhanden sind, generell schon öfter krank, beziehungsweise haben die dann ein schlechteres Immunsystem, kann man das so sagen? Die Erkrankung ist eine Fehlsteuerung des Immunsystems. Das Immunsystem ist aber per se nicht schlechter als das von Ihnen oder mir. Also die Patienten sind, ohne dass wir ins Immunsystem eingreifen, eigentlich nicht vermehrt infektionsgefährdet. Einschränkend muss man sagen, wenn man die Erkrankung nicht sinnvoll behandelt und der Patient abnimmt, nicht mehr genug Eiweiß im Körper hat, dann tritt an einem gewissen Zeitpunkt dann schon eine gewisse Immunschwäche ein. Aber die grundsätzliche Erkrankung selber ist keine Immunschwächeerkrankung. Und wie sieht es aus mit einer speziellen Ernährung, mit einem eventuellen auch Ernährungsplan, wenn jetzt diese Krankheit diagnostiziert worden ist, worauf muss man da dann achten? Die Ernährungspläne beim Erwachsenen, und das ist mein Spezialgebiet, sind eher darauf ausgelegt, Mängel zu vermeiden. Das ist das Wichtige. Es gibt auch moderne Therapieformen, die auch schon einen entzündungshemmenden Effekt haben. Die werden beim Erwachsenen derzeit noch nicht breit eingesetzt. Bei den Kindern ist das anders. Da kann eine entsprechende Formeldiät, eine entsprechende Ernährung kann bis zu einem immunsuppressiven Medikament, also einem starken Medikament, ersetzen. Beim Erwachsenen sind wir da noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Und Morbus Crohn, ist das generell heilbar? Morbus Crohn ist derzeit nicht heilbar, aber gut behandelbar. Gibt es generell so bei Morbus Crohn Komplikationen? Kann es auch sein, dass die Patientin oder der Patient irgendwann einmal operativ operiert werden muss? Leider ja, und das ist das, was wir Internisten versuchen zu vermeiden. Also wir versuchen, den Chirurgen möglichst wenig zu brauchen. Da gibt es im Wesentlichen zwei Komplikationen, die man nennen muss. Das ist die Darmverengung. Da können wir oft endoskopisch noch Abhilfe leisten, indem wir den Darm aufdehnen und eine sinnvolle Passage wiederherstellen. Und das Zweite sind Abszesse und Fisteln, die eben im Bauch und leider auch im Darmbereich auftreten können. Und da brauchen wir den Chirurgen, um diese Komplikationen wieder aufzulösen. Gut, das war jetzt Morbus Crohn. Genau. Switchen wir nun um zu CED, also chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Morbus Crohn ist ja eigentlich eh ein Teil davon, aber es gibt dann auch noch andere Erkrankungen. Ja, es gibt auch die Colitis ulcerosa. Die verhält sich ein wenig anders. Die kann im Gegensatz zum Morbus Crohn nicht den ganzen Verdauungstrakt betreffen, also nicht vom Mund bis zum After überall Entzündung verursachen, sondern nur im Dickdarm, ausschließlich im Dickdarm. Ist deshalb aber nicht die mildere Erkrankung. Also der Dickdarm ist verantwortlich dafür, den Stuhl dick zu halten. Diese Patienten haben auch als Leitsymptom
das Blut im Stuhl. Das ist ganz eindrücklich in der Regel. Und vor allem, wenn die Erkrankung den gesamten Dickdarm betrifft oder große Abschnitte vom Dickdarm betrifft, kann das auch eine sehr akute Erkrankung werden. Mhm, aber das, wenn ich jetzt das Sie so fragen darf, ein Reizdarm hat jetzt damit wieder nichts zu tun. Ein Reizdarm hat damit direkt nichts zu tun, ist aber eine ganz wesentliche Differentialdiagnose. Also wir müssen den Reizdarm unterscheiden von den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Mhm. Dieses CED, also chronisch entzündliche Darmerkrankung, wie kommt es da zur Diagnose? Bei der Colitis ulcerosa ist das eigentlich ganz ähnlich wie Morbus Crohn. Die Leitsymptome bestehen über einen etwas längeren Zeitraum und in der Regel wird man hier dann die Erkrankung auch endoskopisch, also durch eine Dickdarmspiegelung beweisen. Mhm. Und was gibt es da für eine Art von Therapie dann? Die Therapien sind ganz ähnlich wie beim Morbus Crohn. Auch bei der Colitis ulcerosa wird am Anfang kurzfristig Cortison verwendet. In leichteren Fällen gibt es auch nicht immunsuppressive Medikamente, die ein bisschen mit dem Aspirin verwandt sind. Wenn der Patient allerdings mehr Aktivität hat, entzündliche, dann braucht man in der Regel Cortison und dann auch die modernen Therapien, also Biologika, das sind therapeutische Antikörper, mit oder ohne immunsuppressiven Medikamenten als unterstützende Therapie. Und bei Colitis ulcerosa muss man da auch einen speziellen Ernährungsplan dann sein Leben lang einhalten? Muss man da zum Beispiel ebenfalls auf Rauchen oder auf weniger Alkohol irgendwie, also auf Alkohol verzichten? Also der Internist in mir empfiehlt das natürlich jedem grundsätzlich. Bei der Colitis ulcerosa ist der Zusammenhang zwischen Rauchen und entzündlicher Aktivität nicht im selben Ausmaß gegeben wie beim Morbus Crohn. Trotzdem würden wir keinem Patienten mit Colitis ulcerosa empfehlen, mit dem Rauchen zu beginnen. Das ist sicherlich keine gute Idee. Und auch hier ist die Ernährung im Wesentlichen darauf ausgelegt, Mangelerscheinungen hintanzuhalten, die auftreten können, auch bei einer Dickdarmentzündung, weshalb die Patienten in der Regel auch eine diätologische Beratung bekommen. Nun haben mir schon sehr viele Expertinnen erzählt, dass Betroffene, ganz egal jetzt welche Art von Krankheit sie haben, während Covid, während der Pandemie versucht haben, Krankenhäuser zu meiden, weil sie eben Angst vor einer Ansteckung hatten. Wie sieht es denn da bei Ihrem Bereich aus? Haben Sie da irgendwie das Gefühl, dass die Betroffenen weniger jetzt Spezialambulanzen aufsuchen? Also da haben wir nicht nur das Gefühl, da gibt es ja auch schon handfeste Daten, dass das tatsächlich so war, dass sich gerade Patienten mit chronischer Entzündung, die auch in das Immunsystem eingreifende Medikamente haben, vermehrt in Selbstquarantäne begeben haben, auch schon bevor das die Behörden vorgeschrieben haben und zu einem gewissen Teil auch ihre regulären Visiten im Krankenhaus nicht wahrgenommen haben. Das war nicht nur der Fehler unter Anführungszeichen der Patienten oder die Angst der Patienten, sondern wir mussten auch für einen Zeitraum die Spitalsambulanzen sperren. Und unsere große Sorge ist und war, dass dann eine Unterversorgung dieser chronischen Erkrankungen zustande kommt. Den Fehler versuchen wir zu vermeiden jetzt. Wir versuchen jetzt mit 3G-Regel zu arbeiten, mit Schutzmaßnahmen zu arbeiten und eigentlich den regulären Betrieb wieder aufrechtzuerhalten. Das heißt also, Ihr Appell ist für alle Betroffenen, die eben zum Beispiel an Morbus Crohn leiden, dass sie unbedingt, ganz egal, wie die Pandemie jetzt gerade ist, wie es jetzt aussieht mit 7-Tage-Inzidenz oder dergleichen, unbedingt ins Krankenhaus kommen. Es muss nicht unbedingt der Weg ins Krankenhaus sein. Wir haben auch versucht, während der Hochphase der Pandemie auch ein telemedizinisches Konzept laufen zu lassen. Also die Patienten können beispielsweise mit einem Heimtest die entzündliche Aktivität im Darm messen und diese Daten via Handy übertragen. Und dann kann man schon aussortieren, wer ins Krankenhaus kommen muss und wer nicht. Immer wenn Schubaktivität da ist oder wenn eine wesentliche Frage ist, empfehle ich den Kontakt mit dem behandelnden CED-Zentrum, mit dem Gastroenterologen. Und unser Ziel ist es jetzt eigentlich, eine reguläre Versorgung, eine normale Versorgung wiederherzustellen. Das heißt also nicht nur im Akutfall für den Patienten da zu sein, sondern auch die routinemäßigen Kontrollen aufrechtzuerhalten, weil unser oberstes Prinzip ja eigentlich ist, wir wollen der Erkrankung eine Nasenlänge voraus sein. Also wir wollen den Schub schon erkennen, bevor ihn der Patient spürt und darauf reagieren. Und das wollen wir jetzt trotz Covid weitermachen. Herr Dr. Eser, vielen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Sehr gerne. Danke. Ja, dieses Interview kam in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbeilage der Kronenzeitung zustande. Aktuelle Medizinthemen, Hintergrundreportagen, Wohlfühltipps und Expertenmeinungen finden Sie jeden Samstag in der Printausgabe im E-Paper und auf krone.at. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich auch schon wieder von Ihnen zu Hause. Vielen herzlichen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum Gesundheitsmagazin. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.